Überall wird genießt, gerotzt und gehustet. Die Grippewelle kostet jedes Jahr Millionen Menschen Lebensqualität und letztendlich wertvolle Tage. Deshalb hier meine 10 Grippekiller. Ingwer, eine ordentliche Kanne voll macht den Viren schwer zu schaffen. Eier, Quark, Fisch oder Fleisch. Unsere Immunabwehr besteht zu ungefähr 1,5 Kilogramm aus reinem Eiweiß. Schicke ihr Verstärkung, achte aber bitte auf die Herkunft. Also bitte nur Fleisch vom Metzger des Vertrauens. Du willst doch keine Restantibiotika einnehmen. Die bringen nämlich gegen Grippeviren gar nichts. Wenn der Hals kratzt, dann ist Eis selbstgemachtes aus 100% Saft. Das kühlt und tut gut. Hitze ist aber auch gut. Das macht den Bakterien zu schaffen. Deshalb Tee. Nimm grünen Tee. Der wirkt auch noch entzündungshemmend. Rote Beete. Die färbt nicht nur auf die Kleidung, sondern auch auf unsere Gesundheit ab. Deshalb zum Beispiel als Salat essen. Brokkoli steigert die Aktivität der Killerzellen unserer Immunabwehr. Also schickt das Grünzeug in den Kampf. Schärfe regt die Durchblutung der Schleimhäute an. Deshalb irgendwas mit Chili, Meerrettich oder Wasabi essen. Knoblauch macht Bakterien fertig. Ob das denen stinkt? Egal. Weg damit. Und natürlich die Hühnersuppe. Wichtig ist, kein Fertigkram aus der Tüte, wo bestenfalls mal ein Huhn über das Pulver gelaufen ist. Nein, in die Suppe muss ein ganzes Huhn rein, denn das Wertvolle, das steckt im Knochenmark. Und noch eine persönliche Bitte, nicht in die Hände niesen. In ein Taschentuch niesen oder auf den Boden, weg von anderen Menschen. Ja, da unten sterbende Viren bald vor Langeweile. Oder niese in die Ellenbeuge, in die eigene, bitte. Na, Wissenshunger bekommen? Dann abonniere diesen Kanal, der ist kalorienfrei. Interessante Wahrheiten über Lebensmittel und Essgewohnheiten, das erfährst du in meinen 60 Sekunden Wahrheit-Videos. Oder begleit mich einfach mal, wenn ich unterwegs, on Tour bin. Hier, apropos unterwegs, tut gut, mal wieder mehr Schritte vor der Haustüre zu machen. Und wenn du dann merkst, wie gut dir das tut, hey, dann hol mich doch mal als Coach an deine Seite. Teste YouFit. Hier zeige ich dir, mit welchen Strategien du deinen Schweinehund so richtig in den Griff bekommst. Schick den Köter einfach mal auf die Schweinehundeschule.